Hallo. 47. Aleikum Salam. Hier ist Tyson am Telefon. Welcher Tyson? Tyson. Welcher Tyson? Ich hab drei Tysons hier in meiner Liste. Hasenmaske Tyson. Oh, Tyson von der Hasenmaske. Ja, kennst du diese Truppe noch? Ja, ja, wie geht's dir, Tyson? Alles gut? Sehr gut. Du? Ja, alles Beste. Hör mal, Bock auf den Auftrag, Tyson? Auf jeden Fall. Deswegen ruf ich an. Nullur-Regel ist gibt. Ich brauch einen Auftrag. Wie viel Mann seid ihr? Mann spielt keine Rolle, Bruder. Zwei, drei Mann ist kein Ding. Sag mir wen. Sergen von den OGs. Sergen von den OGs? Sergen von den OGs. Und dann gibt es einen, der hat Ohrringe. Die passt nicht zu dem. Und dann gibt es noch eine Perle, die trägt rosane Latschen auf rosane Haare. Diese drei will ich haben. Wo sind die denn? Hast du eine Ahnung? Die müssten eigentlich auf dem Anwesen sein. Die haben aber gerade Besuch von einer anderen Fraktion. Ja, das wird schwierig, wenn mehrere Familien da sind. Ja, der hat in 15 Minuten hat der ein Treffen mit denen. Entweder könnt ihr davor agieren oder danach agieren. Aber ich will die heute auf jeden Fall unter meinen Füßen haben. Ich will die laufen lassen. Wer braucht alles Handy? Also, alle drei auf jeden Fall. Komm erstmal zu mir. Schick dir Standort, komm zu mir. Okay, schick mir Standort. Ciao. Und hier kommt mein Rückwärtssalto. Bam! Komm, setz schon mal hin, außer Plusmacher. Plusmacher, du gehst nach vorne. Heute, ich hab was zu klären mit dir. Ich? Ja, du. Was ist das? Zivilistenaktion. Arme Nachbarn. Ups, Entschuldigung, ich hab zu laut geredet. Ah, Plusmacher. Wo fange ich bei dir an, Plusmacher? Mal abgesehen davon muss ich erstmal sagen, wir werden die ganze Zeit geballert. Und ja, irgendeiner kommt von euch auf die Idee, hier rumzutanzen, als hätten wir die drei Kriege hintereinander gewonnen. Schämt ihr euch nicht? Doch, Bruder. Jetzt im Ernst, schämt ihr euch nicht? Oder trifft mich das irgendwie mehr als euch? Ich meine, wir sind doch eine Familie, Alter. Jedes Mal liegen wir hier. Egal, welchen Krieg wir anfangen, wir kriegen immer auf die Fresse. Und jeder hat sich hier vorgestellt, ich bin ein krasser Schütze. Aber davon habe ich noch nie was gesehen. Bruder, ich habe das nicht gesagt. Ich bin vom Bahnhof gekommen. Was mit Osas? Was mit Marvin? Was ist mit Wieder Locker? Und dann wieder Lockers anwesend. Ja, Bruder, immer, du weißt. Was ist mit Abbas? Die haben doch alle gesagt, wir sind krasse Schützen, aber irgendwie verliere ich jeden Krieg mit euch. Marvin ist ein krasser Schütze, ne? Marvin ist die Leute krass, müssen aktiver sein. Also ich finde, der Marvin, der hat sich auf jeden Fall krass bewiesen bis jetzt. Ja, aber wo ist denn der, wenn ich ihn brauche? Ja, der ist doch jetzt schlafen, aber der hat auch morgen... Mann. Auf jeden Fall kommen jetzt erstmal die Leute von Isaac, die Leute mit der Hasenmaske. Was machen die? Die haben einen Auftrag gekriegt. Ja. Und der Auftrag heißt Sergen, Liv und der komische Typ mit den Ohrringen. Nein. So. Aber bevor das passiert, ich habe den Standort geschickt, die kommen erstmal hier hin. Bevor wir mit denen reden, muss ich einmal kurz ein Wörtchen mit Plusmacher reden. Okay. Wessen Waffe kann gezogen werden, wenn ich sage, sag dein? Ike. So, Abu Fitna, du richtest erstmal deine Waffe auf den Schädel vom Plusmacher. Und wenn ich das Gefühl habe, dass er lügt... Dann sag dein. Plusmacher. Ja. Willst du mir irgendwas sagen? Frag mich was. Nein, ich frag mich was. Willst du mir irgendetwas sagen? Wir müssen gucken, dass wir das Geschäft wieder ans Laufen kriegen. Ja. Okay. Ich kann keine Wetten aktuell anbieten. Okay, ich verstehe. Geschäft ist ein gutes Wort in der Thematik gerade. Okay. Hast du irgendwie in letzter Zeit... Ja. ...versucht, Geschäfte hinter meinem Rücken zu machen? Für meine eigene Tasche oder für die Familie? Irrelevant. Ja, aber nicht für meine eigene Tasche. Mit wem? Aber das war mit Abochal. Aber das kann ich wahrscheinlich jetzt knicken in dem Moment. Du hast versucht, mit Abochal Geschäfte zu machen hinter meinem Rücken? Aber nicht für mich in meine Tasche, sondern für uns. Tyson weiß auch okay. Bescheid. Das heißt, Männers, ich glaube, ihr wisst alle, was für ein Problem wir haben mit Abochal, korrekt? Genau. Ja, und genau deswegen wollte ich den... Du wolltest ihn f***en, indem du ein Geschäft unterbreitest? Genau. Von dem ich nichts weiß. Das heißt, du hast hinter meinem Rücken eine Aktion gestartet, wolltest ihn f***en, damit wieder ein Krieg ausbricht, hinter meinem Rücken, ohne mich aufzuklären? Ich hätte dich aufgeklärt, an dem Punkt... Wann? An dem Punkt, wo ich mit dir unter vier Augen hätte reden können.
fragt Tyson. Unter vier Augen und Ohren. Pablo, was sagst du dazu? Ich glaube nicht, dass der Buchmacher hinterrücks so Pläne hat. Vielleicht hat er ein, zwei Sachen dumm gemacht. Ja, hätte vielleicht mit uns vorher drüber reden sollen. Aber wenn er sagt, dass er okay, den Tyson, Pablo, sagen wir mal, du und ich haben Differenzen. Ekelhafte Differenzen. Keiner weiß wieso. Irgendwie ist es so entstanden, dass wir Differenzen haben. Ja. Und dann kommt einer von deinen Leuten, während wir Differenzen haben, und versucht mir ein Geschäft zu unterbreiten. Während wir Differenzen haben, ist das nicht korrekt. Nein, aber ist das nicht davor korrekt. Oder danach gewesen? Nein, das war währenddessen. Ja gut, dann ist das nicht korrekt. Ist nicht korrekt, oder? Ja, Moment, darf ich auch was dazu sagen? Ja, sag mal. Also, das verdrehst das hier ein bisschen, um ehrlich zu sein. Oh. Er hat uns, also ich sag uns, er hat dich als uns, hat uns abgezogen. Und ich sehe es nicht ein von so einem Typen, der nur gekommen ist und uns nur Probleme bereitet hat. Ich hasse es, dass so ein Typ uns abzieht. Also, weil ich auch sehr oft wach bin, wenn du nicht da bist, und auch ein eigenständiger denkender Mensch bin und auch ein gerissener Typ bin, habe ich mir was überlegt, wie wir es ihm so zurückzahlen können, dass er am Ende genauso dumm dasteht, wie ich da gestanden habe, als ich dem Geld überwiesen habe. Und er uns damit gefickt hat. Aber. Ja, aber das hättest du vorher mit dem absprechen sollen. Wollte ich, aber es war keine Möglichkeit, weil der Abocher war dann 3 Tage oder 2 Tage am Stück nicht da, was ich nicht wusste. Ja, danach, dann gar nicht machen, warten, bis er da ist, Bruder. Ja, nein, ich hab's eingeleitet, dann wollte ich mit ihm sprechen, dann habe ich schon zu Tyson gesagt, ich muss dringend mit Abocher unter 4 Ohren und 4 Augen sprechen, weil ich wollte, dass niemand davon erfährt. Versteht ihr, wie ich meine? Was meinst du, wie ich davon erfahren habe? Kann ich mir nicht denken, ehrlich gesagt. Kannst du dir nicht denken? Nee. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Gerne. Leute nehmen mich fest. Ja. Okay. Stell mich komisch da. Und dann sagen die, was bist du für ein Mann, der seine Männer nicht unter Kontrolle hat? Auf die Frage, was die meinen, war die Antwort, wie kann das sein, dass du mit Abokal Stress hast und einer deiner Männer versucht, mit ihm Geschäfte zu machen? Was meinst du, wie ich dann da stand bei den Leuten? Aber welche Leute waren das denn? Es ist scheißegal, welche Leute das waren. Die Frage ist, was meinst du, wie ich da stand? Ja gut, aber am Ende des Tages glaube ich, dass dir mein Plan mehr Gerechtigkeit gegeben hätte als dieser eine Moment. Ich meine, ich stand auch schon ungefähr 50 Mal in den letzten 2 Wochen stand ich da wie der letzte Dreck. Leute haben mir erzählt, die jetzt gar nicht mehr in der Familie sind, dass du mich umgeknallt hast, auf mich gespuckt hast und ja, Kelb gesagt hast. Ich habe auch kein Wort gesagt, weil ich einfach gedacht habe, gut, ich schluck's einfach runter. Aber dass du anzweifelst an meiner Loyalität. Also, Loyalität ist gut. Ich habe mit der Aktion, der erste Gedanke war, Flussmacher verrät seine Familie für Geld. Nie im Leben. Ich habe mir noch Geld geliehen, damit privat Geld geliehen, damit wir die Wette auszahlen können. Privat. Frag Pablo, frag ich alle anderen. Aber ich weiß nicht, stört dich was an mir? Also. Nein. Also stört mich eigentlich gar nichts, außer die Aktion. Und die Aktion ist eine Sache, das kann ich. Möchtest du von der Aktion erfahren? Ihr redet doch offen. Ja gut, jetzt kann ich es dir erzählen. Also, mich hat es wirklich richtig abgefuckt, dass der uns das Geld weggenommen hat, weil dafür haben wir hart geackert. So. Die ganzen Wetten und so, das ist sehr viel Arbeit. Weißt du, das kriegst du vielleicht nicht so mit, ich erwähne es auch nicht. Das ist stundenlange Arbeit und sehr nervig. Und du weißt, unter welchen Voraussetzungen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Der hält sich ja immer für so schlau und dies und das. Ich biete dem an, dass wir uns einen packen, den wir mit einer falschen Quote verarschen. Aber du musst halt da hingehen und sagen, ey, ich bürge dafür und sonst noch was. Und am Ende machen wir 50-50. Und das Ende dieses Lied wäre es gewesen, er wäre dumm da gewesen, ich hätte dich eingeweiht. Du hättest gesagt, ich weiß von nichts, Plusmacher, was machst du da? Das kann doch nicht sein. Aber er wäre dumm dagestanden, wir hätten unser Geld wiederbekommen und er hätte sein Gesicht verloren. Ein ganz einfacher, simpler Move. Wie du mir, so ich dir. Aber wenn ich das mit dir besprochen hätte, Abocher. Jungs. Dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht nur mit dir rede, sondern mit
Hallo. Immer ist irgendjemand dabei. Hallo. Wir reden gleich. Was sind diese? Yo, darf ich mal fragen, was sie hier macht, Mann? Yo, was geht, Mann? Wo ist unser Schlafplatz? Wer hat euch gesagt, dass ihr reinkommt? Yo, hallo. Raus. Wo ist unser Schlafplatz, Mann? Jungs, wir sind gerade im Gespräch. Hey, wir sind gerade in einem Wischen. Jungs, aber das steht doch ja, hier. Ja, aber wir haben uns wohl zugezeigt, dass wir jetzt hier schlafen können, Mann. Yo, scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Sag, warum zieht er nicht? Wichser, du was du bist. Du Wichser, leg dich hin mit deinem Messer. Robo. Reinig, du Hund, du. Oder bitte. Ja. Jawohl. Haben die geholt. Super. Niklas, ich hab Dispatch gemacht, ja? Ey, leg die Male an die Wand, bitte, ja. Hasenmaske, komm zu mir. Gut. Hase, komm, du kannst kommen. Du musst warten kurz, ja, die wollten uns gerade hier jumpen. Ich soll warten. Also, was geht, Mann? Alles gut? Alles gut, Bruder, bei dir? Alles Bestes, danke schön. Wir haben telefoniert, ja? Ja, ja. Wo sind deine Leute? Die sind unterwegs. Die kommen auch gleich. Okay. Aber hey, das gesehen, was hier passiert? Ja, Bruder, wir waren im Gespräch. Dann kommen irgendwelche Penner hier und suchen wie obdachlos irgendeinen Schlafplatz. Ich schwöre es euch, die kam gerade einer mit Messer angelaufen. Ich mach so, ich gehe zur Seite, papp, und dann puh. Ich schwöre auf ausgewichen, Noki, Uppercut. Und dann der andere mit Basie und dann kam Hubschrauber. Polizei kam auch noch und die haben mich festgenommen. Die wollten mich festnehmen. Ich sagte, hey, hört mal zu, ich bin von Jamaika und dann sind die ruhig gewesen. Die haben mich dann losgelassen. Kennt ihr diese Leute? Nein, aber ich schwöre, mit Basie und Messer, ich habe die Noki gegeben. Ich schwöre. Ja, Nick, du bist der größte ich schwöre dir. Alter, ich liebe diesen Boden, ja? Der hat sogar Bodenheizung. Ey, das kann doch nicht sein, dass keiner von euch die Waffe ziehen kann und auf dich schießen kann. Bruder, ich hab keine. Wir hatten keine Waffen, Abu Fitna, aber dafür haben wir die diese Waffe. Hunde, was diese. Wo ist denn Abu Fitna? Scheiße, Mann. Holla, Grashüpfer. Niklas. Ja? Ich glaub, es wird Zeit für einen Song, Bruder. Meinst du echt? Ja, ja, safe. Ey, wurde Dispatch angenommen? Ja, wurde angenommen, Abu Fitna. Ey, pack die doch nicht bei mir, Bruder. Pack die in den Pool. Alles gut. Pack die in den Pool, soll erstmal baden gehen. Und du bist der Erste, der hochkommt. Du kommst hier hin. Wer ist der Typ, der wohl hier funkt die ganze Zeit? Wer ich bin? Hasenmaske. Hasenmaske. Hasenmaske reicht. Hasenmaske ist ein cooler Typ. Der und seine Truppe sind coole Jungs. Das sind die, wo liegen, oder was? Nein. Hasenmaske ist der mit der Maske, Cousin. Okay. Also unsere Jungs liegen nicht so leicht, das sag ich dir. Stark, dann ist okay. Wo ist Abu Fitna? Der ist hier bei mir, glaube ich, ja. Aber Fitna, was hat deine Waffe gemacht die ganze Zeit? Hat die geklemmt oder was? Das ist eine verrostete, Bruder. Das war nicht von Abu Zeytun. Das ich kann nicht mehr. Abu Her? Ja. Wo kann man hier schlafen? Geil, deine Fresse, du. Und? Die erniedrigen? Ja, eigentlich kann man das so machen, ne? Stellt die einfach an der Wand, fesselt die, fesselt die an die Wand und dann lasst die einfach so stehen die ganze Zeit. Aber... Und okay. Entzieht ihn alles wegnehmen. Hol dein Auto und entzieht ihn alles am besten. Woher kamen die jetzt? Aber woher kamen die? Kennst du die? Die waren doch gerade hier im Gespräch mit Sergen, Bruder. Das weiß ich doch nicht. Hast du dich mit Sergen Kheir gemacht? Bruder, nein. Ach so. Was soll ich denn Kheir machen mit dem? Spinnst du? Für was? Niklas. Das ist der Zirkusdirektor, ne? Niklas? Ja. Wir brauchen Seile, Bruder. Ich hab Seile. Okay. Was sind das für Ampelmänner in grün? Keine Ahnung, Alter. Hört mir zu, ihr Wichser. Ja, jetzt. Ich warte schon noch. Die Grünen zuerst, ja? Nein, die Grünen zuletzt. Zuletzt, okay. Und was ist mit Schwarz? Ja, auch als erstes. So, dann wecken wir mal die Jungs auf hier, ne? Medi, den hier als nächstes hier, der oben hier. Bitte schön, okay. Der hier als nächstes. Okay, einmal eine Seite bitte. Also, Maske, du kommst zu mir. Ey, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Ich brauche nichts erklären. Komm mal, Asomaske, wir gehen ein bisschen reden. Komm mal, jedes Mal diese Blut. Was meinst du, was das kostet, jedes Mal diese Blutflecken zu entfernen? Mann. Ganz kurz, Hase. Ja. Kannst du gleich auf die zielen? Auf die? Auf die, wenn die gleich aufwachen. Kannst du auf die zielen? Liebend gerne, Bruder, aber ja. Ich darf in dieser Situation nicht beteiligt sein, ja? Darf nur man nicht. Zielen, Bruder, nur zielen, weil wir haben alle schwere Arme. Das reicht schon, vertrau mir einfach. Hase, was geht ab, Cousin? Nix, Allah. Gut. Bei dir? Alles bestens, was läuft, was gibt's Neues? Nix, bisschen kaputt jetzt ab 0 Uhr, da nicht jeder die Waffe benutzen darf.
Seid ihr von den Leuten, die Waffen benutzen dürfen? Ja, wenn du mir einen Auftrag gibst, dann natürlich. Ach, ihr seid offiziell, ja? Wie, in einer Familie? Nee, ihr seid irgendwo eingetragen, ich meine. Sonst könnt ihr nicht einfach so... Man muss nicht eingetragen sein. Wenn man die richtige Gruppierung dafür hat und nirgendwo eingeschrieben ist, dann habe ich die Erlaubnis, ab 0 Uhr zu schießen. Okay. Trotzdem. Also, ich muss wissen, wie viele Mann ihr seid. Gerade? Ja, mit wie vielen Leuten? 6 Mann. Wir dürfen nur mit 6. 6. Und das reicht mir. Das okay. Reicht. Ich habe dir 3 Namen genannt. Liv, ja. Oring und Sergen. Ja. Die 3, die will ich bei mir haben. Gefesselt, so dass sie die Schnauze halten. Was springt dabei bei uns raus? Weil Sergen ist kein kleiner Fisch, das weißt du. Ich weiß. Und du weißt aber auch, dass ich gut bin im Bezahlen, mein Bruder. Habe ich jemals Hack gegessen von dir? Nein, auf jeden Fall nicht. Und immer, wenn wir was abgemacht haben, hast du einen guten Job gemacht und du wurdest immer dementsprechend bezahlt, je nachdem, was du dir gewünscht hast, korrekt? Ja. Dann machen wir das genauso. Sag mir einen Preis und wenn er für mich passend ist, sagen wir, machen wir. Kein Thema. Ich sag jetzt mal nur für Sergens Kopf. Ja. 200.000. Nur. Okay, und die 2 kleinen Fifis, die ich haben will? Die gehören die auch zu Sergen? Die gehören auch zu der Familie, ja. Da mache ich pro Kopf 50. 300 Riesen? 300. Was ist denn mit einem, wir kennen uns schon, Bonus? Ja, schlag du mir was vor. Wir machen 200. Und weil die anderen beiden Fifis sind, also wirklich Fifis, 25 pro Kopf. Also 200. 250. Für alle? 250 für Riesen. 250 Riesen für alle. Ah, okay. Also allein für Sergen 200, für anderen 225. Für das Sergen 200 und für alle anderen beiden 25, korrekt. Ich werde den jetzt aufsuchen auf jeden Fall und dann mal schauen, mit wie vielen Leuten er gerade unterwegs ist. Ich kann dir nichts versprechen, ob es heute alles passieren gut. Kann. Alles gut. Halt aber immer ruhig Sprache mit mir, ja? Okay. Okay, dann pass auf dich auf, ja? Habibi Hase. Ein Auto am besten und lagert alles von denen ein. Oh nee, das geht ja nicht, Mann. Habt ihr alles abgenommen? So, sag mal, Bruder, warum fesselt ihr uns, Mann? Warte ganz kurz, halt die Fresse, warte kurz. Ich halte nicht meine Fresse, ich wollte doch ein ganz normales Gespräch mit dir führen. Ja, du kommst hier hin mit Koffern, als wäre ich in Obdachlosenheim, Alter. Willst du mich verarschen? Mal zur Seite, bitte. Also, da der Typ am Würfelpack meinte, dass wir hier schlafen können und wir haben uns jetzt hier eingemietet. Also, ich weiß nicht, was ihr hier macht, aber wir haben Geld ausgegeben. Bringt die um. Nein, Bro! Oh. Nein, Bro! Warum? What the fuck, Bro? Geht mal zur Seite, bevor ich einen von euch absteche. Ich will nur schlafen, Mann. Bleib stehen, ey. Geht doch mal zur Seite, bevor ich einen von euch absteche, Alter. Habt ihr einen gehen lassen? Nee. Habt ihr den gehen lassen? Ja, mein Schatz. Wo ist denn der andere? Hahaha! Du vielleicht. Alter, wohin gehst du, hä? Jo, hör doch auf, Mann. Ich hab gar nichts gemacht. Alter, na, hol dir mal einen. Salam alaikum. Aber hört, das ist Ayas, der bei uns war. Ayas, was geht, Cousin? Nix von dir? Nix, Wallah. Ich dachte mal, ich besuche euch. Ja, cooler Move. Alles gut? Ja, bei dir? Alles bestens. Wo treibst du dich so rum, hier, Salami? Ich bin jetzt bei 18th Street. Erkenschwick? Ja. 18th Street. Der ist als Gangster, aber hört. 18th Street? Ja. Ach so. Und, wie fühlst du dich da? Bis jetzt gut. Wie läuft's bei euch? Ich sehe so, ihr habt ein schicks Haus, schicks Anwesen. Ja, Bruder, du bist immer herzlich willkommen, Cousin. Komm vorbei, wann du willst. Küss dein Herz. Habibi, jetzt. Ich muss mal ein bisschen meinen Frust rauslassen. Alles gut, mach das. Oh, sorry. Ist der vierte? Ich glaube, der ist entkommen. Ey, schmeiß die mal vom Geländer runter, ja? Die da hinten? Ja. Stark, ich bin da. Wallah, Plusmacher, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen, aber nicht jetzt. Bukhair, wie geht's dir? Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Was los, Habibi, vor deinem Laden ist kein Mensch mehr. Wir sind hier, Cousin, der Laden muss laufen. Ja, normal, da müssen ein bisschen die Jungs verteilen, bra, wie? Ja, viele sind am Schlafen, Cousin. Heute ist ein bisschen ruhig. Ja, ist normal, seitdem diese 0 Uhr scheiße ist. Ja. Aber besser, ohne Schießen, mehr reden. Was geht bei dir, Cousin? Alles gut? Voila, alles gut. Du weißt, Bruder, wenn irgendwas ist, ich komme immer zu dir. Ich glaube, einer deiner Männer kam heute und meinte gerade eben, sei froh, dass wir nicht schießen können. Sonst würdet ihr liegen. Ich weiß nicht genau, wer. Ich habe aber ein Foto für dich. Ja. Bruder, auf diese kleinen, warte mal ganz gut. Ja, Barello, Berra, ja. Kalb.
Ich bin hier bei Abu Khair, komm. Ja, da meinst du, du musst deinen Schuh küssen, komm. Okay, komm mit meinen besten Freunden. Bra, scheiß mal auf dem, was passiert ist. Auf jeden Fall, Bra, ich bin mit dir, Jenny. Sag das deinen Jungs. Zum Beispiel mit Niklas hatten wir unsere Diskrepanzen, aber das, weil ich Niklas mag, ne, mein kleiner süßer Bruder Niklas? Nein, mein kleiner süßer Bruder. Mein kleiner Abuchere, süßer, Abuchere, genau so. Ich muss dir da mal auch was erzählen, hä? Ja. Der Gustavo, da hab ich letztes Mal eingepackt, Abuchere. Ja, du hast. Weißt du wieso? Du hast, ey, Gustavo, hast du gerade Barello gerufen jetzt hierhin, Alter? Ja, ja, der muss deinen Schuh küssen, hab ich schon gesagt. Cousin, warum, Bruder? Hör doch auf, Bruder. Bitte, warum holst du mir Bella hierhin? Bitte, ja. Ich will die Kombo sehen, Abuchere, bitte. Sag mal bitte. Seine Nummer. Ich will einfach, dass du durchdrehst auf seinen Kopf. Der verdient das. Niklas, Mann. Ich hab dir gesagt, deine alte Schuld. So, ich hab dir was gegeben, ja? Das kannst du unten benutzen. Das ist ein Schlagring. Damit zweimal oder einmal knocken ist er tot. Okay. Ja, Barello Berra. Doch, ich bin hier hinten. Walla, 60, 47. Bei Abu Khair, Bruder, wo du hier Garten gemäht hast. Wer bist ich du? Ich schick dir Standort. Wie ist dein Name? Abu Khair, kennst du schon Lotte? Die schwächste Frau. Charlotte oder Lotte? Lotte. Die redet nicht. Perfekte Frau. Hey, ah. Niklas, ich mag dich doch, mein kleiner süßer Bruder, sonst will ich nicht. Nein, nein, ich hab mit dir noch eine offene Rechnung. Hack es, hack, okay? Dann kommen die sie wieder abholen, mein kleiner Süßer. Wen mein abholen? Bruder, genau so hab ich dir das beigebracht, mein kleiner Süßer. Was? Wen abholen? Mich, deine Rechnung. Ja, die werde ich noch abholen. Komm, Niklas, du kannst doch niemanden bedrohen, der bei uns zu Hause ist. Der hat mich gelinkt, Abuchir. Ja, du hast dich verarschen lassen. Ja, der Wichser für mich, der keine Ahnung, was der will, Alter. Ich will doch nur Selina haben. Gustavo, was ist das Wer Problem? Wer hat Niklas verarscht? Bruder, guck mal, das Problem ist, dieses Halina, der versteht nicht, dass ich meinen kleinen süßen Bruder über alles liebe und deswegen den vorwarnen will. Dieses Halina macht Abo-Enkeltricks bei jedem. Die ist Abo-Enkeltrick, der versteht das nicht. Die hat schon 10 Männer. Und ja, weil du einer von uns bist, Niklas, habe ich dich versucht zu verschonen. Und die schulden mir Geld. Und ich brauchte dich, um die zu locken. Ganz einfach. Hast du dein Geld gekriegt? Nein. Wie viel ist das? 200.000. Ja, Barello. Niklas, willst du das zahlen? Ich hab Büroklammer in der Hose, 100.000. Ja, okay. Komm, wir holen mal diesen Barello, er kalt. Wo ist der? Wo komm, ist komm. Noch mal komm, komm, komm. Was ist Abu Nasib? Abu Nasib? Wallah, schlimm, Gustavo, ja. Man vertraut Bruder, immer den Falschen. Kein Vertrauen hier. Los Santos ist dreckiger als Essen. Wallah, ich hab gedacht, Essen ist schlimm, Cousin, aber... Nein, nein. Hier ist nochmal eine Schuppe extra drauf. Hier ist, wie du gesagt hast, Kher ist hier wie Dings. Wie Kaugummi. Ja, ja, Kaugummi. Niklas, arm auf Lodzi. Wo ist dieser Berra? Hast du mich? Machst du hier mit Bullen, Alter? Schwarz? Wie? Das ist mein Schutz. Barello? Nein, nein. Wie dein Schutz? Nicht mein Schutz. Warte. Wir sollten dich hierher bringen. Gustavo, oh, ich bin der Patron der Stadt, hä? Gustavo, ja. Ich muss euch mit euch erklären. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mach's gut, Mann. Adios, rein, ja. Gute Nacht, Jungs. Heide, ciao. Pass auf euch auf. Euch, ihr Dauli Hunde, yalla. Gustavo. Ja. Ich weiß, dass du ein Ehrenmann bist. Wo bist du, Mo? Okay, dieser Ehrenmann heißt sowas wie Hure, aber ist alles okay? Guck mal, nein. Das stimmt nicht. Allein, dass du mit Lotte arbeitest, das bedeutet genug. Barello! Ja. Warum kommst du mit dem Bullen vor meiner Haustür? Oh, salam alaikum! Alaikum salam. Warum kommst du mit Bullen vor meiner Haustür, Barello? Ich bin bei denen unter Schutz. Du bist bei jedem Schwanz unter Schutz? Nein, sonst wäre ich bei dir. Nein, ich weiß nicht so. Abi, guck mal, ich bin besoffen, ich weiß nicht, was ich getrunken habe. Ja. Aber wisst ihr, wer mich angerufen hat gerade? Ich schwöre auf alles. Wer hat bei Gott. Wer? Kannst. Der Charlie hat mich angerufen und hat gesagt, kannst du mir Gustavo liefern? Was habe ich gemacht? Ich habe Dings geschickt. Hallo. Standort geschickt. Hast du ihn? Aber Gustavo, du alle bist drei? Einer von mir, ich erzähl dir. Ja, die Frau unterwegs, ich hab kommen. Die nicht gesehen, aber ah, ich hab ihn. Ah, fuck. Du hast ihn? Wem hast du ihn? Hast du Ohrring? Nein, nur wie? Hast du Ohrring? Ob er einen Ohrring hat? Nein, ob da der Typ liegt mit den Ohrringen. Nein, ich hab keinen gesehen, ich hab aber nur ihn geholt. Ah, ich fuck. War da alleine. Okay, bring ihn. Hast du GPS weggenommen und alles? Ja. Der liegt doch, da hat kein GPS. Okay, bring ihn zu mir, Cousin, bring ihn zu mir. Okay. Ciao. Keiner packt dich. Schick den Standort. Nein, Jungs, guck mal, wenn ihr keine Probleme haben wollt mit anderen Familien und so, dann bitte ich euch zu gehen, weil ich habe hier gerade eine Angelegenheit, die ist maximal ekelhaft. Ich verstehe schon. Nach hinten. Männers, Gustavo, ich küsse deine Augen, Barello, bitte. Viel Spaß, Bruder, viel Spaß. Dankeschön. Viel Spaß, wenn was ist, dann ruf Gustavo an. Sag mal, wohin? Komm, wir klauen seinen Viersitzer.
Was macht der denn hier, Alter? Wollen die nicht stellen? Auftrag. Wer ist das? Auftrag, geht beiseite. Geht beiseite. Abuchel. Ja. Ja. Du kannst mir das überweisen. Jungs, verteilt euch, verteilt euch. Warte, ich geh mal zu Pablo. Ruf mal Pablo. Pablo! Geh doch beiseite. Ah ja, Sergen, Sergen, was ist los? In ein paar Minuten hol ich dich hoch. Eine Entschuldigung ohne einen Grund. Und deshalb trete ich dich wie ein Hund. Sag mir bitte, was ist dein Problem? Deine Enkelin leidet dann an Tränen. Egal was du sagst, du bist nur tough nies. Guck mal wie du liegst, wie ein kleiner Miskin. Ruf mal an Dispatch. Abuchel? Ja. Ich hab einen Vorschlag. Dispatch! Gleich ist Wende. Also ein Sturm zieht auf. Wir müssen warten. Hasenmaske? Ich bin jetzt weg, sag deinen Männern, einer von denen soll mir das jetzt überweisen. Die haben das aber echt schnell gemacht. Alter. Okay, alles klar, mach ich doch. Pablo, überweis 200.000. Woher? Pablo, überweis 200.000. Woher, aber woher? Du machst das schon. Ja, sag ihm morgen, ich muss Geld waschen, ich hab Schwarzgeld, ich muss das waschen. Okay. Ja. Maske? Ja. Cousin, wir haben ein kleines Problem, Alter, ich hab daran gar nicht gedacht. Das Geld muss erst gewaschen werden, Bro. Wie? Kann man das morgen machen, Cousin? Versprochen, Alter. Ich hab nicht daran gedacht, ich hab's vercheckt, Mann. Muss erst gewaschen werden, Cousin. Morgen, inshallah, ja? Habibi Hase. Hat einer Dispatch gerufen? Ja, hab ich. Geht alle beiseite. Sergen, Sergen, hörst du diese Tritte? Erst wenn du hier leidest, komm ich dann zum Chillen. Dein weißes Hemd und deine Hose ist lila. Immer diese Tritte auf deinen Kopf, immer wieder. Auch diese Brille kann keiner verstehen. Deshalb hast du mit Abuchel Problem. Und diese Mütze, die ist so komisch. Dass ich auf dich trete, das ist doch nur logisch. Ich kann so weitermachen, das den ganzen Tag. Du bist jetzt am Arsch. Geh nicht davon aus, dass ich dich mag. S. Sergen soll sterben. S. Hoch lebe der Zoodirektor. Trete auf dich ein und das die ganze Zeit. Ich lass dich so weinen, du dummes kleines Schwein. Okay, so, dankeschön. Geh mal zur Seite bitte. Ich muss den Fessel. Hab ich Pablo umgehauen? Ja. Sorry, ja, ich dachte doch die ganze Zeit, geh beiseite. 1000 Fotos, keine Beweise. So, Sergen, kommst du einmal zu mir, Cousin, bitte? Einmal zu mir. Kann ich kurz mein Handy wenigstens ausmachen? Nein. GPS wegnehmen, alles wegnehmen, dankeschön. So, kann ihr meiner tragen bitte? Alle mit mir mitkommen? Einmal tragen, mitkommen. Alle einsteigen in ein Auto. So, ihr folgt mir einfach, ja? Einfach folgen, dankeschön. Sergen, Sergen, du hast ein Problem. Mit schweren Augen willst du heute schlafen gehen. Ich habe es dir angeboten, du hast auf dumm gemacht. Und deshalb wird dann später mit dir rumgemacht. Ich finde das gut, du hast mir den Freifahrtschein gegeben und mein Jungs. Du hast drauf beharrt und ich wollte es nicht. Und für die Schmerzen, die du kriegst, gibt es kein Gegengift. Aussteigen! Aber Fitner, ich gehe davon aus, du hast ja das abgenommen. Nein, geht nicht. Wie, geht nicht? Es klingelt immer noch. Weil gleich Kaffeepause. Bitte lass mich dieses Handy ausmachen. Ist eh gleich, ja, einmal kurz. Du weißt doch. Sergen. Warum hast du beharrt? Warum hast du darauf beharrt, dass ich mich bei dir entschuldige, Sergen? Weil du es tun wirst. Ach, du beharrst immer noch darauf? 100%. Sergen. Okay, wie kann man dieses Kriegsfall begraben? Mit einer Entschuldigung deinerseits. Immer noch eine Entschuldigung meinerseits? Ja. Irgendeine Perle von der eine große Fresse und ich soll mich entschuldigen? Sie ist respektlos auf meinem Anwesen mir gegenüber. Vor dir und keiner hat dir darum gebeten zu reden. Und ich soll mich entschuldigen? Ja, sie kann reden, das ist das Ding. Sie kann nicht reden. Oder sie kann schlecht reden. Was war? Doch, Liv darf reden. Jeder meiner Familienmitglieder. Ja, okay, ich habe ja nicht gesagt, dass sie nicht reden darf. Ich habe nur gesagt, ob es gerade angemessen war, dass sie jetzt redet. Ja. Aktion, Reaktion. Komm, Sergen, wir gehen mal ein bisschen unter uns hier. Wir gehen mal ein bisschen weiter hoch. Ja, lass es weiter hochgehen.
Aha, warte mal. Mal wie ein Hund gehe ich sogar noch vorher. Nach der Dame von Nein, von sag Frank nicht, du bist kein Hund. Keiner hat gesagt, dass du ein Hund bist. Schüsse. Hey, wer schießt hier? Sergej, wenn das deine Leute sind, kriegst du eine Kugel im Kopf. Ich sag dir, was ist. Nein, meine Leute sind nicht da. Kleiner Sergej, was ist dein Problem? Ich schwöre, die Wende hab ich nicht kommen sehen. Egal, was du machst und wie sehr du deine Hose durchnässt. Abo Fitten hat's abgeschenkt, du hast kein GPS. Davon gehe ich aus. Und wenn nicht, dann ist es kacke. Und hat's Abo Fitner nicht gemacht, dann schicke ich in den Schatten. Sergej, Handy weg. So, ja, sorry. So. Sergej. Ja? Wie geht's dir? Wo wollten wir hingehen? Cousin, setz einfach hier hin. So, einfach hinsetzen. Einfach hinsetzen. Einfach hinsetzen, okay. Genau. Einfach. Wollen wir uns nicht wenigstens auf die Bank setzen? Nein, Cousin. Uns auf Boden. So, Cousin, weil das ist Tradition, Cousin. Das ist keine Armut, das ist Tradition. Setz dich, Bruder. Ja, okay, komm. Setz dich doch einfach, Bruder. Wenn ich schieße, wird schon angeschossen. Alles gut, setz dich, Bruder, setz dich. Setz dich. Abo Fitner, setz dich. Soll ich denn fesseln? Nein, brauchst du nicht. Guck mal, Sergej. Lass uns doch die Sache einfach zumachen, Sergej. Ich vergesse, was du getan hast. Du vergisst, was ich getan habe. Ich vergesse, was du gesagt hast. Du vergisst, was ich gesagt habe. Und alles ist cool. Aber das Problem ist, ich kann nicht vergessen. Okay, vergessen kannst du nicht. Aber du kannst vergeben. Mit einer Entschuldigung 100%. Sergej, Alter, das muss doch nicht sein, Cousin, ja. Abocher, das sind die OGs. Die haben dafür gesorgt, dass du gerade wieder liegst. Man lacht aus Frust, Cousin. Ich schwör bei Gott, das ist richtiges Frustlachen. Aber die haben nicht, seine Leute haben nicht auf mich geschossen. Abocher? Ja. Sie haben sich auf jeden Fall den schönsten Standort ausgesucht, direkt an der Villa von Sergej. Ja, ich wollte doch gar nichts Böses dem Sergej, Alter. Ja, ich weiß, hab ich denn auch gesagt. Ihr habt mich doch umgeknallt. Na. Ihr habt den Kopf geschossen. Ja, aber wärst du denn freiwillig gekommen, wenn ich gesagt hätte, komm bitte, wärst du auch nicht. Er hat auf jeden Fall den besten Platz ausgesucht, ja, den man sich aussuchen kann. Sergej, hätte ich gesagt, komm freiwillig, wärst du gekommen, Sergej? Nein, wärst du nicht. Nein, das auf gar keinen Fall. Ja, siehst du? Also ich musste dich ja irgendwie holen lassen. Aber warum hast du dich genau für diesen Ort hier ausgesucht? Weil ich wusste, dass du hier nahe bist und du fühlst dich heimisch. Das ist so heimisch für dich, weißt du? Ich wollte ja nicht irgendwo jetzt hingehen, wo du dich unwohl fühlst. Ich hab's ja in deinem Ermessen so gemacht, Sergej. Okay. So. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu den Gesangseinlage von dir mit meiner Enkelin und mit dem und dem und dem. Hat's dir gefallen? Ja, es hat mir großartig gefallen. Sehr schön, gut. Da hast du sogar noch eine kleine Musikstunde von Abocher genossen. Ja. Und mein Name ist Abocher und ich stehe für Khair. Ja. So. Dann mach hier, ich bin ganz so. Ja, aber wie soll ich denn Khair machen die ganze Zeit mit dir, wenn du dich querstellst? Das geht seit 2 Stunden so mit dir. Ich hab dir doch gesagt, was ich möchte und das ist ganz einfach. Ich werde mich nicht entschuldigen, Sergej. Das funktioniert nicht. Ja, Bruder. Das wird nicht funktionieren. Bevor ich habe ich gerade mit einem Chick telefoniert. Cousin, entspann dich, Bruder. Entspann dich. Sergej ist in gute Hände, der ist hier zu Hause. Ohne Spaß, ich weiß. Ich habe nicht mal Waffe, Bruder. Entspann dich. Man weiß nie, Jungs. Man weiß gut, nie. Du willst dich nicht entschuldigen? Nein, das werde ich nicht. Gut, dann ich nehme auch eine Entschuldigung in Kauf in Form von Zahlung. Oh mein Gott. Das ist das besser. Oh mein bitte. Gott, Sergej, bitte. Besser. Sergej, bitte! Einmal wird wieder Entschuldigung lukrativ, sei ehrlich? Ach, Bruder, hör doch auf damit, Sergej, ja. Was ist das hier, 1980, Dicker? Entspann dich mal. Du hast Scheiße gebaut, Aktion, Reaktion. Lass uns die Sache einfach vergessen und guck, dass wir uns beide gemeinsam irgendwie die Tasche voll machen. Abukari, entschuldige dich einfach, das ist Thema zu. Halt die Fresse, mit dir Schwanz hat keiner geredet. Abukari. Ah, jetzt ist, guck mal, ist das der von gestern? Ist das der von gestern? Entschuldige dich einfach. Sergej, ist das der von gestern? Abocari, anscheinend mit Worten willst du ja nicht, da musst du ja zahlen. Ich glaube, das hat so seine kleine Runde in der Familie gemacht. Oh mein Gott, Sergej. So lässt du mit mir reden? Ich habe dich respektvoll die ganze Zeit behandelt. Du bist momentan mein Feind, du bist momentan einfach mein... Ich will doch gar nicht dein Feind sein. Darum, mach hier. Hey, mach Frieden. Frieden in Form von Geld? Geld oder Entschuldigung, kannst du ja aussuchen. Gib dir sogar 2 Formen. Pass auf, es gibt ein drittes Angebot. Ja, okay, ich bin eine dritte Option.
Ja. Es gibt manchmal Menschen, die man nicht leiden kann, korrekt? Ja. So, welchen Menschen kannst du denn gerade nicht leiden? Mm. Oh, jetzt sag nicht Abuchet, weil ich weiß, du magst mich. Boah, ich sag ehrlich so, ich überleg gerade, wen kann ich gar nicht leiden? So, eigentlich alle kann, also ich kann niemanden leiden außer meine Familie. Okay, gut, aber es muss auch irgendeinen bestimmten geben, wo du dir sagst, Alter, geil, wenn ich die Möglichkeit hätte, dem mal richtig in den Mund zu kacken, dann würde ich das bei dem und dem tun. Mhm. Wer ist denn das? Fällt mir nicht sein, aber auf was möchtest du hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass wenn es jemanden geben sollte, der dir irgendwie ein Dorn im Auge ist, dass ich dafür sorge, dass dieser Dorn im Auge entfernt wird. Und ich bringe ihn zu Füßen, du tobst dich aus und wir schließen die Sache. Das ist eine dritte Option. Da haben meine Leute was zu tun, mir wird nicht langweilig, verstehst du? Ich muss mich entschuldigen und zahle kein Geld. Sergen, okay. Das ist eine dritte Option und ich weiß, Sergen, die gefällt dir. Ja, die gefällt mir, weil es nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Ja, siehst du? Und es gibt noch eine ganz kleine Sache. Ja, ich bin ganz so. Du weißt, ich bin ein Mann des Respekts. Mhm. Sorg dafür, dass wenn wir miteinander Gespräche führen, ja, deine Leute können dazwischen reden, kein Problem. Aber dass ich mit Respekt behandelt werde. Dieser Mantel ist gefallen, was ich am ersten Tag erlebt habe. Das ist das Problem. Okay, dann scheiß drauf, kein Problem. Kein Problem, alles gut. Ich will ja mit dir gemeinsam irgendwann in der Zukunft agieren. Und ich würde ein, zwei Köpfe für dich holen, als Genugtuung für das, was zwischen uns steht. Okay, Deal. Aber? Aber? Es läuft so, wie ich es möchte. Also sprich, es bringt mir nichts, wenn ihr den tötet und danach ist er tot. Nein. Ich hole ihn dir, gefesselt, geknebelt, Fresse haltend, vor dir. Oder kannst du mal deinen eigenen Arsch retten? Wen willst du holen? Habe ich nicht gerade deinen Patron geholt, du Pisswurm? Ja, und gucken, okay, wo du jetzt bist. Was ist passiert? Ja, merkst du selber, ne? Hör mal zu. Es war gerade die Wende. Sergen war der Erste, der hier gewesen ist. Er hat euch gerufen. Fertig. So, fertig. Aber ist nicht schlimm. Guck mal, vielleicht hast du nicht gecheckt, dass du an unserem Anwesen direkt vorbeigefahren bist. Ja, ich habe doch gerade zu Sergen gesagt. Scheißegal jetzt. Ich habe doch gerade zu Sergen gesagt, ich habe ihn hingebracht, weil er sich hier heimisch fühlt. Hörst du nicht zu? Ja, war ein Fehler. Meine Fresse, Alter. Wer ist dieser kleine Junge? Herr Abukari. Das ist einer meiner Goldjungs. Okay, dann sagt der. Dann sagt den Goldjunge, soll froh sein, dass wir nicht seinen Arsch auch geholt haben. Ah, das kriegst du nicht so einfach hin, ja? Nein, du standest nicht auf der Liste, das ist das Problem gewesen. Das kriegst du nicht so einfach hin. Ich hab gar keinen Wert auf dich gelegt. Guck mal, deine Penner vom Würfelpark, den du 100.000 zahlst, chill mal kurz. Noch schlechter als du. Okay, chill mal kurz jetzt. Halt dich mal kurz geschlossen. Ich hab eine Lösung. Ja. Du bringst mir Pascha seinen Kopf. Pascha? Ja. Wer ist Pascha? Pascha, der ist von Kafkas. Ja, und dann? Meinst du, das kriegst du hin? Und was hat er dir angetan? Ja. Nein, das ist egal. Was er gemacht hat. Jungs, lernt ihr nicht einfach die Schnauze zu halten, wenn man miteinander redet, Alter? Was ist los mit euch? Wenn der Sonderschultrupp da hinten noch Scheiße baut, dann seid doch ihr besser, Alter. So. Ey, dafür entschuldigst du dich. Oh mein, jetzt geht das schon wieder los. Sergen, Alter! Du kannst doch meine Leute nicht als Sonderschultrupp da beleidigen, das funktioniert nicht. Pass auf. Pascha, Kafkas, wir kommen zurück ins Gespräch. Thematik. Paschas, Kafkas. Sind die noch wach? Boah, ich weiß nicht, ob der noch wach ist. Ich weiß es auch nicht. Aber guck. Sollte er nicht wach sein, wird das, was du verlangst, morgen wahrscheinlich möglich sein. Ich bringe ihn dir unter einer Bedingung. Du erwähnst meinen Namen nicht. Deinen Namen nicht? Ja, wenn du ihn hast, sagst du nicht, wer ihn geholt hat. Ja, aber ihr müsst ja den irgendwann hochholen und so. Ihr müsst halt maskiert sein. Ja, aber Sergen, das ist doch, Bruder, das ist doch mein Ding. Ich weiß doch, was ich mache. Ich weiß es nicht. Alle, die hier schweben. Also ja, du kannst alle hochholen. Du hast Sergen, wir lassen uns auch rumlaufen. Ich mag kühle Luft, kühlen Wind. Sergen, pass Bruder, auf, ne? Da ist ein Auto unten. Passt auf. Oder ich töte den gleich, weißt du was, Alter? Wer? Pass auf, da unten fährt ein Auto entlang. Ja, wir wissen Bescheid, danke dir. Okay, tschüss. Ciao. So, Sergen, wir waren bei Pascha von den Kafkas. Korrekt. Ich bringe ihn dir, wie ich das mache, ist meine Sache. Aber wenn du ihn hast und wenn er dich fragt, wem hast du den Auftrag gegeben,
hältst du dich auf jeden Fall diszipliniert und geschlossen. 100%. Aber ich habe keine Lust, dass ihr den umknallt, dann bewusstlos vor meine Haustür legt. Bringt mir auch nichts. Nein. Ja, warte mal, dann würde ich sagen, was ist das hier? Ah, warte mal. Okay, wo soll ich den abliefern? Ich würde sagen, ihr holt ihn euch. Ja. Ihr holt ihn hoch. Am besten seid ihr alle maskiert. Ja. Damit und keiner redet mit ihm. Und danach treffen wir uns an einem Standort. Ist das ein Deal? Okay. Du musst mir deine Nummer eben geben, Sergen, dann kann ich dir. 4x8. Aber Sergen, wirklich jetzt, nur interessenshalber, ja? Ja, ich bin jetzt so. Was hast du für ein Problem mit dem? Mit Pascha? Ja. Nur interessenshalber, du musst nicht sagen, aber wenn du sagst, ich kann's dir gerne sagen, Pascha hat eine sehr große Fresse. Und ich kenne Pascha schon sehr, sehr lange. Er ist wir sind ungeschlagen gegen seine Familie. Ja. Gegen seine alte Familie. Gegen seine alte und neue Familie. Ich mach da. Gibt's nicht für mich alte und neue Familie. Okay, ich verstehe. Und ja, die neue ist schon stramm, muss man sagen. Hab ich auch gehört, die neue soll wohl gut sein. Ich habe vor keiner Familie Angst. Nee, ich habe nicht gesagt, dass du Angst hast, ich habe gesagt, sie sind nur stramm. Und Pascha hat mir heute tatsächlich am Anwesen eine Ansage gedrückt. Sergen, du verlangst von mir eine Entschuldigung, aber von Pascha, der dir eine Ansage drückt, bei dem kriegst du das nicht gebacken? Ja, nein, ich hätte es oder so kriegen mit ihm geführt. Bei dem geht das nicht so einfach. Okay. Das ist halt ein harter Brocken. Okay, gut. Gehen wir mal davon aus, dass die Option scheitert, aus welchem Grund auch immer. Dann will ich die Entschuldigung. Ja, warte mal, du lässt doch gar keine Dingsfläche. Aber du stehst doch nicht in der Position, irgendwie viel Freiraum zu haben. Natürlich stehe ich in der Position. Nein, weil ich gleich meine ganzen Männer in dein Anwesen reinschicke. Da ist doch niemand. Ja, wenn ihr dort sein sollt. Weil dann mache ich morgen eine Aufstellung mit 30 Mann in dem Haus da drin. Aber du sprachst vorhin vom Geld. Von was für eine Höhe von Geld reden wir eigentlich? Von einem sechsstelligen Betrag. Bruder, wir reden, keiner redet hier von Geld. Keiner redet überhaupt von Geld. Dieses Geld und Entschuldigung gibt's nicht. Sergen, morgen, inshallah, so Gott will. Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Salam alaikum, das weißt du. Alaikum assalam. Wenn die Möglichkeit besteht, versuche ich es und bringe dir den Kopf von Pascha von den Kafkas. Sollte es aber nicht so passieren, dass wir alle dadurch Profit erlangen, wird mein Tun und meine Bemühungen hoch angerechnet und wir sind quitt. Auf gar keinen Fall. Da kannst du mich ja bescheißen. Ja, nein, warte mal. Es wird ja alles Dings, Cousin. Du weißt doch. Du kannst mich dann einfach bescheißen. So, hey, wir haben es nicht geschafft. Die haben uns umgeknallt. So, und obwohl gar nichts passiert ist. Okay, warte mal ganz kurz. Besteht die Möglichkeit, dass zwei, drei deiner Leute mit agieren? Zwei, drei Leute? Das funktioniert nicht. Das dürfen wir nicht. Oder nimm doch mal deine Waffe runter, hier will dir doch keiner was, Alter. Chill doch mal. Wie geht's euch? Der fühlt das richtig, oder? Fokus auf mich, Jungs, Fokus auf mich. Der zelebriert das richtig, was, Sergen? Sag mal ehrlich. Ja. Wir machen weiter. Okay. Ich kann meine Jungs nicht mit anderen Leuten. Ja, aber hier tut dir doch keiner was. Willst du das nicht verstehen? Wie meinst du? Ja, hier will dir doch keiner was Schlechtes, hier, Salami. Nein, die sind einfach nur zur Sicherheit da. Das ist nicht, lass mal die Jungs von Pascha rede ich gerade. Ach so, okay. Ich kann meine Männer nicht mit euren Leuten losschicken, das funktioniert nicht. Das dürfen wir nicht. Okay, Pablo, gut. Kann ich dich kurz entführen? Okay, gut. Okay. Ja, oder? Okay, wir machen das, aber trotzdem muss ich nochmal erwähnen, falls das nicht aufgeht, sind wir quitt. Das bewerte ich dann. Du kannst das auch nicht, ne? Wenn das nicht aufgeht, dann haben wir ein riesen Problem mit Kafkas. Weil das Problem ist, ich muss ja irgendwas sehen, so. Ich kann ja nicht, ihr könnt danach morgen zu mir kommen und sagen, hey, wir haben es probiert. Wir sind alle aber gefallen. Du wirst jetzt ja bestimmt davon hören. Und das, wenn ja, das schief geht, haben wir ein riesen Problem. Sergen, ich bin der Meinung, dass du gehört hast, dass Abu Khair, wenn Abu Khair dir ein Wort gibt, dass er Abu Khair das Wort hält. Nee, das hast du sicherlich gehört. Ganz schlecht. Ja, warte mal ganz kurz. Ist so laut. Jetzt. Hallo? Ja?
Ja, ja, alles gut. Bucher? Ja. Kafkas? Ja. Ja, okay. Sagt über gar nichts. Ja. Sage, du kannst das nicht. Du musst immer die letzte Option haben, ne? Natürlich, ich muss die Oberhand haben. Mach doch einfach zu, ja, Salame. Bei mir, guck mal, ich werde dir, aber ich würde dir jetzt schon mal sagen, ich versuche immer das letzte Wort zu haben und den letzten Hebelzug. Ja, hey, dann sag dein. Dann hab immer recht und hab den letzten Hebelzug, mach wie du willst. Morgen, wenn ich den hole, hast du den zwischen deinen Händen. Wenn ich ihn nicht holen konnte, habe ich es auf jeden Fall versucht. Du wirst davon hören. Ich sag dir, wann wir reingehen. Ich werde dich immer am Laufenden halten. Wann wir reingehen, was wir geplant haben. Like, du kannst sogar wissen, welche Farbe meine Boxershot hat. Ich will zugucken. Oh. Sag mir Bescheid. Ja. Ich werde zugucken. Ja, aber nicht mit Fernglas in der Nähe sein. Ja, aber nicht, dass man dich dann irgendwo sieht. Nein, das krieg ich schon hin. Okay, Sergej, dann halten wir das so fest. Mein Name ist Abuchair, ich komme immer mit einem lautstarken Salam alaikum, Habibi. Alaikum salam. Viel Erfolg morgen. Inshallah. Wir machen das schon. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann. Ihr bringt ihn mir dann in die Gießerei. Ja, ich weiß, wo du. Gut, Gießerei, Pablo weiß Bescheid. Ja, ich weiß, wo du. Sergej, mach's gut. Cousin, du machst auch gut. Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter, stabiler Mann. Mach's gut. Habibi, ciao, ciao. Aber der mit den Ohrringen, der muss einmal erzogen werden. Ich schwör. Safe. Der muss noch in Grundschule. Ey. Ja. Ich hab jetzt Date. Was ein Date? Ja, Bruder, muss. Ja, ich. Immer Salami-Party geht nicht. Mit wem hast du ein Date? Hä? Mit wem hast du ein Date? Bruder, mit einer von Medis. Was? Gestern hatte ich eine von so Diamond Casino, jetzt heute von Medis, Bruder. Du weißt, immer Abwechslung ist wichtig. Nicht jeden Tag Salami sammeln. Cousin, du weißt aber, ne? Hä? Du weißt, ne? Was? Ja, ja, Bruder, natürlich, wenn eine Freundin dabei ist, ich ruf dich an. Nein, sag nicht, was meine ich nicht. Ach so. Du hast gestern eine gehabt, vorgestern hast du auch gesagt und davor hast du das auch gesagt und heute sagst du das wieder. Du Cousin, du musst aufpassen, Tripper mal Tripper, Cousin, du musst eine. Bruder, egal, abwaschen, weiter geht's. Guck mal, der hat echt eine Störung, Bruder, guck mal, der zählt immer noch. Alter, hör doch auf. Komm mal kurz her. Ich schwör bei Gott, der will provozieren. Cousin, oh, wir haben doch gelacht jetzt, wir haben miteinander geredet, ist doch okay, Bruder. Ich mach doch nur Spaß, aber versteht ihr keinen Spaß? Aber, ja, lass Bruder, mich aber nicht an deinen Ohrringen ziehen. Auch Spaß aus deiner Grenze, Cousin. Guck mal, ne? Oh, Alter, mal, hör doch auf, Mann. Meine Fresse, Alter. Halt deine Fresse, Jungs. Walla, Alter, walla. Ich schwöre, der Typ geht mir so auf die Nüsse, ja. Auf, komm, wir gehen runter. Oder nimm den mal mit, Lo. Was soll diese Maschera, ja? Sei mal ehrlich. Ey, ich schwöre, ich kann das nicht mehr, ne? Walla, ich kann das wirklich nicht ja, mehr. Ja, Pablo, du bist selber schuld, Cousin. Du weißt, das ist ein kleiner Junge, Bruder. Warum beleidigst du den? Bruder, hast du vielleicht, ich hab gesagt, du lass mich nicht an deinen Ohrringen ziehen, Alter. Ja, ist das eine Beleidigung? Ja, das ist provokant, Cousin. Das ist ein kleiner Junge, das ist ein kleines Mädchen, Bruder. Musst Bruder, der provoziert seit 20 Stunden, Bruder. Wie wenn schwer. Ich einmal was sage. Boah, da kommen wir doch niemals, keine Chance. Wer trägt ihn? Ah, doch, du, vier Sitzer. Doch, ja, stark. Ist der Bofittner hier? Nein, aber oben sind noch Leute. Sollen wir die mitnehmen? Ja, guck mal, ob du die irgendwie mitnehmen kannst. Oh. Katastrophe. Diesen kleinen, dreckigen Pisswurm, ich werde den packen und ich werde meinen Fuß so tief in seinen Arsch schieben, dass er aus seinem Mund wieder rauskommt und er mit seinen Schneidezahn meinen Zehennagel berührt. Ja, der hat das echt verdient, aber bitte lass ihn seine Sonnenbrille und den ganzen Scheiß ausziehen. Bitte. Ich schwöre, ich kann das nicht mehr sehen an dem kleinen Fisch. Was ist passiert, Bruder? Was ist passiert? Bruder, was ist nicht passiert, Cousin? Abu ist einig, was soll ich dir erzählen? Ey, Sergej, soll man dich mitnehmen? Der wohnt hier. Ja, ist doch der Mann, das ist doch von denen. Ihr seid direkt zu seinem Dings gekommen? Hier, nicht der. Du bist da reingefahren. Ja, warum sagt mir das keiner? Ich hab das dreimal gesagt.